Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening, das erste Pack-Opening nach der Aktualisierung auf den Donnerstag. Das heißt, wir haben richtig, richtig viel zu öffnen, zu gucken, wie auch immer. Vielleicht haben wir ein bisschen Pack-Luck mit dabei. Wir werden sehen, mal schauen, was passiert. Ich habe auf jeden Fall Bock, Leute. Wir gehen hier direkt nämlich rein mit einem Herausforderungspack. Nochmal ein schönes Herausforderungspack haben wir hier direkt 91 bis 103. Die Möglichkeit ist da auf was richtig Gutes, aber man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht, wir haben Tradable-Spieler hier drin, also wollen wir mal schauen. Ich habe, glaube ich, bisher noch nie wirklich was richtig Krasses hier rausgezogen. 91 bis 103 gehen wir rein, Leute. Auf geht's. Ich würde sagen, schnacken wir gar nicht lange rum und starten einfach rein. Ich drücke drauf in 3, 2, 1, gönn. Let's go. Ohne Pfeife, geht einfach mal rein und wir kriegen leider keinen Walkout. Und wir bekommen Richarlison. Ja, ich nehme aktuell ja jede Münze mit, auch für Steam-Upgrade, aber im Endeffekt, na gut, ein 92er Richarlison, ja, geht besser. Geht besser, würde ich sagen, aber ist an sich erst einmal okay. Trotzdem hätte ich hier natürlich gerne mehr als 92 gesehen, um das mal vielleicht so zu formulieren. Sollte aber eigentlich auch klar sein, dass ich mich hier nicht so ganz zufrieden gebe mit sowas, aber okay, Essien, okay. Einfach mal Essien hier drin aus dem Star Pass Pack. Gut, aber hier hat man so viele gute Spieler auch zwischendurch jetzt mit dabei. Man kommt gar nicht mehr hinterher, würde ich sagen. Wir machen nochmal das Ding hier auf. Vielleicht haben wir da sogar noch irgendwas Gutes drin. Gefühlt ist hier in jedem Pack irgendein krasser Spieler drin, den man, ich weiß nicht, vor 5 Monaten oder so übelst gefeiert hätte. Gut, aber mittlerweile ist das halt einfach nur noch da und verschimmelt irgendwo im Verein. Das ist halt leider so. Aber je mehr krasse Spieler halt reinkommen, desto ja, schwieriger wird es eben auch dann, mit sich zufrieden zu geben mit den Spielern, die man eben vor, keine Ahnung, 5 Monaten oder so gut fand. So ist nun einfach mal der Kreislauf, so ist einfach der Zahn der Zeit in FC Mobile, vielleicht kann man es so sagen. Ich würde sagen, wir sagen erstmal nicht viel, sondern gehen einfach mal rein und gucken mal beim Boni, was wir da vielleicht Schönes bekommen. Ich habe 2000 Punkte, Leute. Ich kann hier einiges mitnehmen. Ich kann hier einiges machen. Und ich denke, wir machen das natürlich jetzt auch. Wir hauen mal hier ein bisschen was raus. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen nochmal irgendwas Gutes. Wir haben ja noch einiges vor, natürlich. Wir haben noch einiges zu holen. Aber hier machen wir erst einmal weiter mit Trainingsübertragungspunkten und allem Möglichen, was man hier so machen kann. Und schauen mal, vielleicht haben wir ein bisschen Glück auch bei den Packs. Mal sehen. Wir haben hier leider keinen Tradable-Spieler dabei. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich würde mal sagen, 92 bis 101 fangen wir mal einfach an. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht auch nicht. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, auf geht's. Vielleicht ja ein Walkout, das wäre perfekt. Kleine Pack-Lack-Pfeife gönnt kein Walkout. 92 Vidic. Boah, weiß ich nicht. Ist halt alles jetzt, kann man schon sagen, ist natürlich alles so ein bisschen ja, Umtausch, Futter, SBC-Futter, aber trotzdem so richtig freuen kann man sich darüber nicht, muss man einfach mal so eingestehen. Naja, aber ich nehme natürlich hier sehr, sehr gern, wirklich sehr, sehr gern die Gems mit. Da können wir doch ein paar gute Packs auf jeden Fall öffnen und ja, warum denn auch einfach nicht, ne? Warum denn auch einfach nicht? Ich habe ziemlich viele von den Jubiläumstoken-Punkten, wie auch immer, am Start und kann hier einiges wirklich raushauen. Ich denke mal, das sollten wir auch alles schaffen hier perfekt. Alles in einem Video, alles in allem. Und da werde ich mal gespannt sein, was jetzt auch denn hier in diesem... Achso, ja gut, hier ist Mascherano drin, schade. Ich dachte, jetzt wird es irgendwie absolut krass oder so, aber es ist einfach nur ein Mascherano, den ich hier bekomme. Na gut, fürs Team-Upgrade, was dann demnächst kommt, nehme ich sowieso jeden Mascherano mit. Mit Kusshand, kann man sagen. Genau, so, was haben wir hier eigentlich noch? 200 Gems, okay. Gems nehme ich immer mit Vergnügen. Und dann schauen wir einfach mal, wir haben nochmal 95 bis 98, vielleicht haben wir Glück und ziehen irgendwie einen 98er oder so da raus. Werden wir einfach mal gucken, let's go, vielleicht haben wir das Glück und ziehen hier irgendwas Gutes. Walkout ist auf jeden Fall dabei, aber es ist keiner vom jetzigen Event. Okay, keine Ahnung wer das ist, 96er Lanzini, ach stimmt, der hat mich, als der damals im Event war, der hat mich so aufgeregt, wirklich, der hat mich so aufgeregt.
Ah gut, das ist ein anderes Thema. Okay, wir können hier noch sowas öffnen. Hier hätte ich aber auch noch nie einen Spieler rausgezogen. Keine Ahnung, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch schon mal einen Spieler hier raus gab. Bei mir tatsächlich wirklich nicht. Wir können es ja trotzdem mal versuchen und bekommen keinen Spieler. Wir bekommen 200 Gems. Die Gems nehme ich natürlich aber auch wieder mal mit Kusshand auf. Das ist natürlich super. Die kann man richtig gut gebrauchen. Und Siegesformation Meilenstein. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, denn hier kann nochmal was richtig Geiles rauskommen tatsächlich. Denn beim letzten Mal, ihr wisst ja Bescheid, da kam hier ein Kueto raus, glaube ich. Genau, Kueto war es oder Jan Kuto, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ah, es tut mir jetzt leid. Und ein Courtois habe ich hier auch schon mal rausgezogen. Also ich bin mal gespannt, vielleicht haben wir Glück und können hier irgendwie was Gutes mitnehmen. Also gehen wir einfach mal rein, 97 bis 100. Durchatmen. Vielleicht haben wir das Glück auf unserer Seite. Let's go. Kleine Packlack-Pfeife, komm, bitte, bitte, bitte. Und komm schon. Ich habe keine Ahnung, wer es sein kann. Okay, Argentinien, RM. Deportivo Alabes ist, glaube ich, nicht so gut, oder? 98 Romero, aber immerhin, es ist einer von diesen Young-Playern. Ich weiß nicht genau, wie heißen die eigentlich? Es gab da so ein bestimmtes, Jubiläums-Wunderkinderspieler. Aha, das ist die Bezeichnung. Jubiläums-Wunderkinderspieler. Na, klasse. Okay, dann werden wir das halt so nennen. Okay, aber gut. Irgendwann habe ich hier 99 bis 101. Da bin ich dann gespannt. Und ich glaube, wenn das dann ist, wenn ich diesen Meilenstein hier geholt habe, dann gibt es das Pack-Opening. Nicht Pack-Opening, sondern Team-Upgrade. Pack-Opening machen wir jetzt schon. Aber wenn ich diesen Meilenstein geholt habe und dann auch dann klar ist, wen ich da raus bekomme, dann denke ich, mache ich das Team-Upgrade, damit ihr das mal so ungefähr einschätzen könnt. Was haben wir eigentlich in der Galerie? Ich glaube, da ist sogar noch mal ein bisschen was. Wenn ich mir das nochmal genau anschaue, 70 bis 94, okay. Schauen wir mal rein hier. Vielleicht haben wir ja nochmal irgendwas Gutes drin. Ich glaube tatsächlich nicht. Okay, Koulibaly immerhin. Nehme ich natürlich nochmal mit 7000 Gems mittlerweile. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Ich kann nochmal schauen. Ich habe ja schon mal probiert, aber es kam eigentlich nicht ganz so irgendwie was richtig Gutes raus. Vielleicht haben wir nochmal irgendwie ein gutes Tradable Pack oder so. Würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne nehmen. Vielleicht gönnt mir EA hier nochmal was, aber es sieht gerade nicht so gut aus, muss man sagen. Sieht gerade nicht so gut aus. Einmal kann ich noch. Ich nehme natürlich sehr gerne immer hier die Tradables mit, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man wirklich was mit den Spielern anfangen kann. Die anderen verschimmeln nur im Verein oder gehen in die SBC. Und das heißt, wir gehen rein. Letzter Versuch, 45... 60%, der ist tradable. Der ist tradable, aber gut, habe ich jetzt leider keine FC-Points dafür. Okay, dann in diesem Sinne dort erstmal leider nicht. Ansonsten können wir mal schauen. Ich kann auf jeden Fall in den Shop noch reingehen, das ist klar. Da werden wir auch auf jeden Fall noch reinstarten. Icon Chroniken, sonst habe ich hier erstmal nichts weiter. Das heißt, wir gehen aber noch zu dieser Serie, Jubiläumsserie, die ist auch neu reingekommen. Würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal hier ein bisschen durch. Vielleicht haben wir nochmal Glück und ziehen nochmal was Gutes. Mal schauen. Wir können auf jeden Fall auch noch Umtausch machen. Da haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen was bekommen. Also hier geht es auf jeden Fall drunter und drüber, kann man sagen. Ja, wir wollen natürlich hier auch mal schauen, was wir alles noch so bekommen können. Wir bekommen hier nochmal 85 bis 90. Tatsächlich so. Vielleicht ist ja da nochmal irgendwas Gutes dabei. Ich glaube eher nicht. 88er Samuel Lino. Okay. Und ich würde einfach mal sagen, 49 Cent. Wenn es jetzt klappt, manchmal habe ich ja ein bisschen Probleme mit Google Play, dann würde ich jetzt mal das Ding mitnehmen. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir das mal dem wann anders machen. Manchmal habe ich ja hier ein paar Probleme beim Bezahlen. Vielleicht geht's ja jetzt. Wir werden sehen. Auf geht's. Wir sehen uns, wenn das Pack am Start ist. Also, let's go. Der Kauf hat leider wieder nicht funktioniert, also wirklich, es ist irgendwie ein Problem zwischen meinem Tablet und FC Mobile und Google Play, also das ist ein bisschen schade, dann werden wir vielleicht mal die Tage das Ding noch öffnen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mit den 7000 Gems nochmal hier rein. Ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall das 4000er auf als Tradable Pack, dann natürlich noch die Möglichkeit auf einen guten Tradable Spieler, vielleicht beim letzten Mal war es ein bisschen bodenlos, kann man einfach schon mal sagen, und dann auf jeden Fall noch das 3K Pack möchte ich auch sehr sehr gerne noch öffnen. Habe ich hier noch irgendetwas, was ich machen kann? Habe ich nicht, was ich machen möchte, genau.
Und das heißt, da wird erstmal wieder gespart. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rein ins Tradable Pack. 4000 Gems gebe ich dafür aus. Let's go, Leute. Auf geht's. Vielleicht haben wir Glück, ey. Bitte, bitte, ey. 93 bis 103 Tradable. Oh Mann, bitte. Ey, das wäre so gut. Das wäre so gut, hier irgendwas Gutes zu ziehen. Ich drück drauf, Leute. In 3, 2, 1. Komm, bitte. Packlackpfeife, komm, bitte, bitte, bitte. Tradable. Ja, sogar vom Event. Sogar vom Event. Marokko, wer bist du? Ich habe keinen Plan. Stürmer, ist gut. Wow, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Bist du sehr gut? 98 Ende Zero. Tradable, Leute, let's go. Der ist tradable. Ah, aber leider nur 15 Millionen. Aber trotzdem, Enesiri. Yo, okay, 15 Millionen nehme ich mit. Tradable, und der wird sogar noch ein bisschen steigen, wenn man das so sieht. Ey, okay, das ist nice. 15 Millionen nehme ich mit Kusshand. Und der wird sogar noch steigen, da werde ich sogar noch Warten mit verkaufen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal rein ins 3K-Pack. Jetzt natürlich untradable, aber 97 bis 103 ist natürlich, ist eine Wucht, würde ich sagen. Ist eine Wucht. Gehen wir rein. Wir hatten gerade eben also schon mal einiges an Packluck, kann man sagen. Vielleicht ja auch hier raus, Leute. Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Bock. Schauen wir mal, was passiert. Leute, schauen wir mal, was passiert. 3000 Gems. Komm schon, ey. Gerade eben 4000 ausgegeben, jetzt wieder 3000. Ey, das wäre so gut. Also Enesiri war aber auf jeden Fall eine richtig gute Nummer, würde ich sagen. Genau. Und jetzt schauen wir einfach mal, was jetzt hier rauskommt. Untauschbarer Bonusspieler. Bitte, 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 bitte. 97 bis 103. Gönn. Bitte, bitte, ohne Pfeife einfach rein. Komm schon. Und bitte, 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 bitte. Und England ist immer gut. England ist stark. ZM ist noch besser. Oh mein Gott, wer bist du? Ich bin gerade komplett lost. Ich bin lost. Oh mein Gott, Gallagher. Gallagher mit 100. Das ist eine starke Nummer, würde ich sagen. Oh ja, der ist gut, Leute. Der ist wirklich gut. Gallagher mit 100 von Atletico. Ja, würde ich auf jeden Fall nehmen. Aus 97 plus ein 100er Gallagher nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr schön. Kann ich, glaube ich, gar nicht verwenden, weil ich würde... Ja, ich könnte schon, aber ich möchte natürlich direkt hier 102 oder so auch im Team-Upgrade dann haben. Aber... ist schon mal ein 100er, nehme ich hier auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Weil aktuell, gut, ich habe Vieira, ich habe Fabian Ruiz. Vieira hatte, glaube ich, nur 99, wenn mich nicht alles täuscht. Aber trotzdem gehe ich da, wenn ich bei ZM was Neues mache, dann direkt Richtung, ja, Richtung 102 oder so, dass man da schon mal ein bisschen was mitnimmt. Ich würde sagen, wir gehen noch rein zum Umtausch. Habe ich jetzt mittlerweile auch noch ein bisschen was gezogen, wie auch immer. Habe ich jetzt auch, glaube ich, noch ein paar Spieler da. Ja, ich habe sogar sehr viele Spieler da, die ich hier auch verwenden könnte. Gehen wir mal rein, Leute. Auf geht's. 4 von 4 Spielern, 95 bis 103, 3 mal 95 bis 103. Vielleicht haben wir daraus noch mal ein bisschen Packluck. Man weiß es ja nie. Vielleicht ist ja hier noch mal was Gutes drin. Auf geht's. 3 mal 95 bis 103. Puh, let's go. Gerade eben Packluck gehabt. Ich glaube, jetzt wird nicht so viel Packluck drin sein. Aber wir können es natürlich trotzdem versuchen. Auf geht's. Packluck-Pfeife, komm. Packluck-Pfeife ist am Start. Let's go. Und bitte, bitte und. Frankreich immer gut. IV, ja. Al-Nassr, nee, ist es Koulibaly? Nee, ich bin... Simakan. Nein, Koulibaly ist natürlich Elfenbeinküste. Simakan, 98, ist aber stark, würde ich sagen. Simakan, der ist ja auch dahin gewechselt. Eieiei. Aber warum ist der als IV drin? Der war doch immer Flügel, nicht Flügel, sondern Außenverteidiger. Warum ist der als IV drin? Okay. Und, sogar Hermoso noch. Eieiei. Mario, Hermoso und Simakan und ein Marzen. Ja... das ist stabil, würde ich sagen. Das ist ein richtig stabiles Pack. Das ist ein wirklich, wirklich stabiles Pack hier. Ich gucke gerade, habe ich hier eigentlich noch irgendwas rumliegen, was ich reinhauen könnte? Boah, weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich eher nicht machen. Aber ist ein echt stabiles Pack dort gewesen. Wir können mal schauen, jetzt auch wegen Markt, ob ich hier noch jemanden verkaufen kann, den ich jetzt auch gezogen habe. Also Enesiri haben wir auf jeden Fall. Aber den, mit dem warte ich vielleicht sogar noch, weil der so eine hohe Nachfrage hat. Und da könnte sich der Preis nochmal ein bisschen verändern. Man sieht gerade 16,4. Vielleicht steigt er noch ein bisschen mehr. Also mal sehen.
Gut, Richarlison kann ich auf jeden Fall verkaufen. Das ist gar kein Problem. Und ich glaube, ich hole mir noch schnell ein paar Marktwahl-Token oder Punkte. Oder ich glaube, so hießen die. Damit ich hier nochmal bei Verlängerung vielleicht was öffnen kann. Mal sehen. Also, ich mache kurz Pause und dann sehen wir uns in der Verlängerung vielleicht wieder. Okay, ich habe jetzt mal ein paar Punkte mir geholt und das heißt, wir können reingehen in die Verlängerung und können mal schauen, ob wir hier vielleicht die Möglichkeit haben, einen ziemlich guten Tradable mitzunehmen. Ziemlich guten Tradable-Stürmer, 92 bis 101, bisher hatte ich tatsächlich immer nur Schlechtes hier drin. Also das kann ich vielleicht mal so sagen, wirklich hatte bisher nur Schlechtes hier drin. Aber gut, man weiß ja nie, vielleicht habe ich ja diesmal ein bisschen mehr Glück. Ich habe schon von Leuten gehört, die hier so 101er Stürmer und sowas gezogen haben. Stürmer sind ja auch eigentlich recht teuer, aber wir können es ja einfach mal versuchen. Let's go, komm, bitte irgendwas Gutes, Tradable, was man vielleicht mitnehmen kann. Let's go, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte, bitte, ohne Pfeife einfach rein, komm, bitte. 95. Calvert-Lewin ist wahrscheinlich der teuerste auch von denen. Ich würde den jetzt einfach mal mitnehmen. Ja, ist okay, würde ich sagen. Ist okay, 95er Calvert-Lewin. Bei 92 bis 101, 95er nehme ich auf jeden Fall mit. Ist in Ordnung, kann ich mit leben. Ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Mal gucken, wie viel er noch kostet. Ich würde auch so auf 14, 15 Millionen oder so gehen. Denke ich jetzt einfach mal. Gucken wir mal, wie viel der jetzt wirklich bringt. Schauen wir einfach mal nach. Und ich habe jetzt einfach nur durchgeballert. Ich weiß gar nicht jetzt, wie teuer der ist. 9 Millionen, okay. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ja, gut, hau ich für 9,9 rauf, okay. Machen wir das. Und ich glaube, jetzt kann ich auch Enesiri raufpacken, weil ich habe schon gesehen, da haben schon ein paar Leute verkauft mittlerweile. Das heißt, das mache ich jetzt auch. Achso, für 16,4 steht er rauf. Mache ich jetzt auch für 16,4 mal rauf. Da geht er vielleicht raus. Das war vielleicht ganz gut. Und ja, das ist doch eigentlich trotzdem noch recht solide verlaufen. Gucken, was ich jetzt hier noch für Aufträge raus habe. Wie viele Millionen das werden. 29, immerhin. Ging nochmal jetzt ziemlich gut. Und auch hier, jawohl, Enesiri direkt raus. 1 Milliarde, 34 Millionen. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit, Leute. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Seid dabei, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.